In Niederösterreich wird Klimaschutz seit Jahrzehnten großgeschrieben. Schon jetzt gibt es über 37.500 Photovoltaikanlagen, über 700 Windkraftwerke, knapp 120 Biomasseanlagen, über 600 Kleinwasserkraftwerke und 6 Großwasserkraftanlagen. Schon jetzt stammen 100% des Stroms in Niederösterreich aus erneuerbarer Energie. Doch das ist für Niederösterreich nicht genug. Deshalb wurde der niederösterreichische Klima- und Energiefahrplan 2020 bis 2030 entwickelt. Darin enthalten sind 5 definierte Klimaziele. Erstens, Schaffung eines zukunftsfähigen Energiesystems. Zweitens, Begrenzung der Auswirkungen des Klimawandels. Drittens, Sicherstellung einer zukunfts- und leistungsfähigen Infrastruktur. Viertens, Steigerung der regionalen Wertschöpfung und Beschäftigung durch grüne Technologien. Und fünftens, Engagement in der Bevölkerung, die Energiewende zu den Menschen bringen. Doch was heißt das in der Praxis? Bis 2030 soll es 10-mal mehr Strom aus Photovoltaikanlagen geben. Doppelt so viel Strom aus Windkraft, vor allem durch Repowering und neue Technik. Jedes 5. Auto soll elektrisch unterwegs sein. Ein klares Nein zur Atomkraft. In der Praxis heißt das raus aus fossilen Brennstoffen. Naturraum schützen und Artenvielfalt sichern. Und alle mitnehmen, von jung bis alt. Anders ausgedrückt heißt der niederösterreichische Klima- und Energiefahrplan 2020 bis 2030 in der Praxis. Gemeinsam Zukunft möglich machen. Mithilfe der Energie- und Umweltagentur des Landes Niederösterreich.